Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Willkommen zu noch einer Videolektion in unserem Kursraum für Deutsch. Diesmal hat die Lektion den Titel Mein Lieblingsmedium Film. Mein Name ist Tatjana Schoscha und heute bin ich eure Deutschlehrerin. Was sind die heutigen Lernziele? Beziehungsweise, was machen wir heute? Zuerst werdet ihr Charakteristika eines Filmes nennen. Danach den Auszug aus dem Film Crazy und danach den ganzen Film interpretieren. Die Fragen zu diesem Film beantworten. Ihr werdet auch eine Präsentation über den Film Crazy gestalten und in dieser Präsentation Informationen zum Film vermitteln. Zum Schluss werdet ihr einen Text über euren eigenen Lieblingsfilm schreiben. Um an dieser Lektion erfolgreich teilnehmen zu können, braucht ihr, wie bisher, ein Blatt Papier oder euer Heft, etwas zu schreiben wie einen Bleistift oder einen Kugelschreiber und den Internetzugang auf euren Handys, Computer oder Tablets. Natürlich könnt ihr in jedem Moment eine Pause machen. Wenn ihr die Ikonen hier oben rechts seht, dann sollt ihr Pause machen und etwas sagen, lesen, schreiben, euch anhören oder euch ansehen. Es gibt sehr viele verschiedene Medien. Das wisst ihr sehr wohl. Denn jeder von euch macht in seiner Freizeit etwas anderes, was ihm gefällt. Dabei benutzt man natürlich verschiedene Medien. Diese Fotos stellen nur einige von ihnen dar. Welche es sind, versucht zuerst alleine zu erraten. Macht dafür bitte eine kurze Pause. Sicherlich habt ihr diese Medien genannt. Computer. Denn wir sind sehr viel am Computer. Wir spielen sehr gern, machen Recherchen oder etwas für die Schule und so weiter. Das Fernsehen auch, denn viele von uns sehen sehr viel fern. Soziale Medien sind unter Jugendlichen sehr beliebt, wie zum Beispiel Instagram oder Snapchat, Facebook und so weiter. Musik hören machen auch sehr viele Jugendliche gern. Oder Sie lesen ein Buch oder sehen sich einen Film an. Unser heutiges Thema ist der Film. Ob zu Hause oder im Kino. Film ist Lieblingsmedium vieler Menschen. Deswegen ist unser heutiges Thema Film. Los geht's! Wie schon gesagt, können wir Filme zu Hause schauen, im Fernsehen oder im Fernsehprogramm und dann fragen wir uns, was läuft heute im TV? Kao što smo već rekli, filmove možemo gledati kod kuće, na televiziji, im Fernsehen, na televizijskom programu, im Fernsehprogramm i tada se pitamo, koji film je danas na televiziji ili što danas ima na televiziji? Was läuft heute im TV? Filme können wir auch auf YouTube schauen, Filme können wir online schauen oder wir können Filme streamen. Također možemo ih gledati na YouTube, online ili streamati. Streamen. Wenn ihr dieses gemütliche Foto seht, welche Assoziationen habt ihr? Was würdet ihr hier lieber machen? Ein Buch lesen oder sich einen Film ansehen? Što biste radije radili na ovom kauču kad pogledate ovu fotografiju? Čitate li knjigu ili pogledali neki film? Und was ist hier an der Wand? Hier an der Wand hängt der Flachbildfernseher. Flachbild je ravni ekran, der Fernseher televizor. Dakle, to je televizor sa ravnim ekranom. Auch ein besonderes Erlebnis ist, wenn wir uns einen Film im Kino ansehen. No poseban je doživljaj kada film pogledamo u kino. Wir können mit unseren Freunden ins Kino gehen. S prijateljima idemo u kino. Wir essen dort Popcorn. Jedemo kokice. Der Kinobesuch kann gut sein oder nicht so gut sein. Wir können den Kinobesuch genießen. Kažemo da je posjet kino dobar ili ne tako dobar. Uživamo u posjetu kinu, das aktuelle Kinoprogramm, aktualni Kinoprogramm i kažemo, ein Film läuft im Kino.
Film, Igra, Kino. Schreibt bitte diese Begriffe ab. Prepišite si ove pojmove. Jetzt, in der Zeit der Corona-Pandemie, statt ins Kino zu gehen, können wir einen Film zu Hause streamen. Und viele Kinofilme sind als Stream zu sehen. U današnje vrijeme, zbog pandemije koronavirusa, umjesto da idemo u kino, filmove možemo i streamati. Jer mnogi kinofilmovi su dostupni kao stream. I tada kažemo, ein Film läuft bei Amazon. Naprimjer, kažemo, film igra na Amazonu. Was fällt euch ein, wenn ihr das Wort Film hört? Kada čujete riječ film, što vam pade na pamet? Welche Assoziationen habt ihr? Überlegt ein bisschen und schreibt sie auf. U kratkoj pauzi zapišite vaše asocijacije. Sicherlich habt ihr etwas von diesen geschrieben. Vjerojatno ste zapisali nešto od ovoga. Der Film kann spannend sein. Film može biti napet. Oder interessant. Ili zanimljiv. Ein Film kann auch langweilig sein. Film može biti dosadan oder lustig. Ili zabavan. Smiješan. Ein Film kann krimi sein. Može biti krimić oder eine Liebesgeschichte. Ili ljubavna priča. Jeder Film hat natürlich die Handlung. Svaki film ima radnju und die Figuren. Macht jetzt eine kurze Pause und schreibt diese Begriffe ab. Zaustavite nakratko ovu snimku i prepišite ove pojmove. Und was ist an einem Film spezifisch oder was sind seine Charakteristika? Wie lange dauert zum Beispiel ein Film? Durchschnittlich 1,5 Stunden oder 2 Stunden. Einige Filme dauern sogar mehr. Film u prosjeku traje sat i pol, 1,5 Stunden. 2 ili više sata također može trajati. Wo können wir uns einen Film ansehen? Zu Hause auf dem Sofa oder auf der Couch oder im Kino. Dann müssen wir aber eine Eintrittskarte kaufen. Ako film gledamo u kinu, moramo kupiti ulaznicu, die Eintrittskarte. Wie finden wir einen Film? Wir können einen Film im Fernsehprogramm sehen oder im Internet. Film možemo gledati na televizijskom programu ili na internetu. Und wenn es mehr als einen Film gibt, dann sprechen wir über Folgen. Dann gibt es Folge 1, Folge 2 und so weiter. Der Film hat 2 oder mehrere Folgen. I film može biti u nastavcima, tada govorimo o Folgen, nastavci. Und wie heißt es, wenn es zugleich ein Buch, aber auch einen Film gibt? Kennt ihr solche Beispiele? Kako nazivamo slučajeve kad imamo i knjigu i film istog naziva? Hier ist ein Beispiel und dieses Beispiel kennt ihr sicherlich, Harry Potter. Also Harry Potter ist auch sowohl ein Buch, aber auch ein Film. Harry Potter je i knjiga i film. Ein solches Beispiel ist auch dieses Buch und dieser Film. Ihr kennt sie sicherlich. Sigurno poznajete i ovaj primjer knjige, odnosno filma. Es handelt sich um Pipi Langstrumpf, Pipi Duga Čarapa. Jetzt habt ihr einige Beispiele gesehen, wo es ein Buch und einen Film gibt. Und was denkt ihr, was war zuerst, ein Buch oder ein Film? Dakle, vidjeli ste nekoliko primjera u kojima postoji i knjiga i film. I što mislite? Što je bilo prije? Knjiga ili film? Ein Buch natürlich. Und dann sagen wir, dass nach einem Buch der Film gemacht wird. Kažemo da se prema knjizi snima film. Ili kažemo, das Buch wird verfilmt. Ili možemo reći, dakle, knjiga se pretvara u film. Sie wird verfilmt od glagola verfilmen, znači snimiti film prema nekoj knjizi, odnosno pretočiti knjigu u film. I na kraju imamo imenicu die Verfilmung, film koji nastaje prema knjizi. Deswegen ist also der Film Harry Potter eine Verfilmung.
sowie der Film Pippi Langstrumpf ist auch eine Verfilmung. Dakle, ti filmovi su nastali prema knjigama. Den neuen Wortschatz zum Thema Bücher oder Filme könnt ihr auch digital einüben. Die digitale Übung befindet sich unter dem Link bit.ly/buchfilm, alles klein geschrieben, oder unter diesem QR-Code. Heute werden wir uns mit der Sprachmittlung bzw. mit der Mediation beschäftigen. Das bedeutet, dass ihr Informationen über einen Film vermitteln werdet, und zwar in einer Präsentation. Der Film, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist der Film Crazy. Und eure Aufgabe, die ihr am Ende dieser Videolektion machen sollt, ist folgende. In der Schule wird nächste Woche das Medium Film behandelt. Deine Aufgabe ist, die Präsentation über den Film Crazy vorzubereiten. Dafür hilft ihr Folgendes. Zuerst die Informationen zum Film, die ihr bald bekommt, danach die Filmanalyse oder Interpretation des Filmes, die auch folgt, dann der Auszug aus dem Buch Crazy, danach der Film Crazy. Zuerst werdet ihr euch nur den Anfang, aber danach auch den ganzen Film ansehen. Und am Ende werdet ihr auch das Abschiedslied im Film euch anhören. Danach könnt ihr die Präsentation über den Film gestalten. Heute beschäftigen wir uns mit einem interessanten Buch und seiner Verfilmung. Das ist ein autobiografischer Roman von Benjamin Lebert und der Roman heißt Crazy. Auf diesem Foto seht ihr den Handlungsort dieses Buches. Ova fotografija vam predstavlja, to je ilustracija, mjesta radnje ovog romana. Und was denkt ihr, was könnte das sein? Što bi to moglo biti? Der Handlungsort dieses Romans ist das Internat. To je Internat. Und das Internat ist an eine Schule angeschlossenes Heim, in dem die Schülerinnen wohnen und verpflegt werden. To je dakle dom u kojem borave učenici za vrijeme svog školovanja. Und da sie hier wohnen, wohnen sie ohne Eltern, weg von zu Hause. Welche weitere Assoziationen verbindet ihr mit dem Wort Internat? Schreibt bitte eure Assoziationen, macht dafür eine kurze Pause. Pausirajte kratko snimku i zapišite vaše daljnje asocijacije uz pojam internat. Wie schon gesagt, wohnen auf einem Internat die Schülerinnen und Schüler ohne ihre Eltern. Also die Trennung von Eltern ist spezifisch für das Internat. Odvajanje od roditelja. Weiterhin, hier finden sie neue Freunde. Und da gibt es ab und zu auch Neid und Eifersucht. Stječu nove prijatelje, pri čemu dolazi i do zavisti i ljubomore. Die Schulung oder die Ausbildung ist der wichtigste Grund, warum die Schüler hier sind. Ovdje su dakle zbog školovanja, obrazovanja. Und hier sind sowohl Mädchen als auch die Jungen und dann entstehen manchmal Liebesgeschichten. S obzirom da se ovdje nalaze i djevojke i dječaci, dolazi do nekakvih ljubavnih priča. Die Hauptfigur in diesem Roman Crazy ist der 16-jährige Benjamin. Wie schon gesagt, handelt es sich um einen autobiografischen Roman. Benjamin ist links halbseitig gelähmt. To znači da je on sa lijeve strane svoga tijela motorički oštećen, znači ima oštećenu ruku i nogu. Er hat auch schlechte Noten in Mathematik. Benjamin kommt auf das Internat und hier teilt er sich sein Zimmer mit Janosch. Beide sind in Malen verliebt, Janosch und Benjamin also. Seine Clique sind Treu, Felix, Florian. Die Jungen wollen aus dem Internat abhauen. Dakle, klapa, odnosno društvo, u kojem se Benjamin kreće, sastavljena od Troja, Felixa i Floriana, dečki na kraju dolaze na ideju da bi pobjegli iz internata. Abhauen, dakle pobjeći.
Eure erste Aufgabe wird es sein, einen Auszug aus dem Roman zu lesen und dafür gibt's ein paar Fragen. Vaš prvi zadatak će biti da pročitate početak samog romana, te uz njega evo nekoliko pitanja na koja ćete trebati odgovoriti. Was ist das Thema dieses Romans? In welcher Zeitform ist der Text geschrieben? Präsens zum Beispiel oder Präteritum Perfekt Futur? Und was denkt ihr, warum? Dakle, drugo pitanje je da odgovorite u kojem glagolskom vremenu je napisan sam tekst i što mislite zašto. Wie steht Benny zu seiner Behinderung? Što Benny misli o njegovom tjelesnom oštećenju? Der Text ist manchmal pessimistisch, optimistisch, selbstironisch oder glücklich. Also das sind die vier Fragen, die ihr beim Lesen des Auszuges beantworten sollt. Dakle, ova pitanja ćete odgovoriti čitajući početak romana. Und der Anfang des Romans Crazy befindet sich unter dem Link bit.ly/auszugcrazy. A groß geschrieben, USZUG, C groß geschrieben, RAZY. Oder ihr scannt diesen QR-Code ein. Macht jetzt bitte Pause, lest den Auszug aus dem Buch und beantwortet die Fragen. Hoffentlich habt ihr den Anfang des Romans problemlos gelesen und die Antworten erfolgreich geschrieben. Das kontrollieren wir jetzt. Nadam se da ste početak romana bez problema pročitali te uspješno odgovorili na pitanja. To ćemo sada provjeriti. Die erste Frage bezog sich auf das Thema des Romans. Und das Thema des Romans ist das Ankommen auf ein Internat bzw. das Leben auf dem Internat. Thema je dolazak u internat, odnosno život u internatu. Die Zeitform, in der der Roman geschrieben wird, ist Präsens. Vrijeme u kojem se piše ovaj roman je präsent. Zbog čega? Die Hauptfigur erzählt und die Handlung spielt vor unseren Augen. Možemo reći da glavna osoba pripovijeda kao pred nama, te mi stoga i radnju vidimo direktno pred našim očima, znači ona se odigrava pred nama. Die dritte Frage bezog sich auf seine Behinderung und wie steht Ben dazu? Kako se dakle Benjamin odnosi prema svojoj invalidnosti. Er ist unglücklich deswegen. On je nesretan zbog toga. Er sagt, wie oft wollte ich es einfach abschneiden. U jednoj rečenici on kaže, koliko sam često jednostavno htio odrezati. Pri tome misli na lijevu nogu i lijevu ruku. Und wie ist der Text manchmal? Der Text ist manchmal selbstironisch, denn Benjamin sagt, vielleicht brauche ich sie ja zum Mathematik lernen. Text je ponekad autoironičan ili samoironičan. Naprimjer, Benjamin kaže, možda će mi ipak trebati za učenje matematike. On misli na svoju invalidnu nogu i ruku. Jetzt werdet ihr das Buch mit dem Film Crazy vergleichen. Sada ćete usporediti knjigu sa filmom Crazy. Ihr werdet ja doch nur die ersten 6 Minuten euch ansehen. No pogledat ćete prvih 6 minuta samo. Doch bevor ihr mit dem Sehen anfangt, werdet ihr zuerst die Fragen lesen. No prije nego što započnete sa gledanjem filma, pročitajmo pitanja na koja trebate odgovoriti prilikom gledanja tih 6 minuta. Fragen zum Anfang des Filmes. Pitanja uz početak filma. Wie ist die Musik am Anfang des Filmes? Fröhlich, melancholisch, klassisch oder modern? Wie fühlt sich Benny beim Abschied von seiner Familie? Kako se Benny osjeća prilikom rastanka od njegove obitelji? Was für ein Schüler ist Benny? Benjamins Vater sagt, ohne Abitur, und ihr sollt den Satz zu Ende schreiben, mit wem teilt sich Benny das Zimmer? Und wie stellt sich Benny seiner neuen Klasse vor? Jetzt macht bitte die Pause und seht euch den Anfang des Filmes an. Der befindet sich unter dem Link bit.ly/filmcrazy, wobei F und C groß geschrieben sind. Oder scannt einfach diesen QR-Code ein.
Pritisnite pauzu, pogledajte početak filma. Hat euch der Anfang des Filmes gefallen? Ili vam se svidio početak filma? Hier die Antworten. Die Musik am Anfang des Filmes ist melancholisch. Benny ist beim Abschied von seinen Eltern traurig. Benny je dakle tužan pri rastanku kod roditelja. Er hat eine 6 in Mathe. Ima ocjenu 6 iz matematike, što je najlošija ocjena s kojom se ne prolazi u viši razred. Benjamins Vater sagt, ohne Abitur bist du nichts in dieser Welt. Benny teilt sich das Zimmer mit Janosch. Beim Vorstellen seiner neuen Klasse ist es ihm peinlich. Er sagt, er ist Krüppel, da sein linkes Bein und sein linker Arm gelähmt sind. Prilikom predstavljanja njegovom novom razredu njemu je jako neugodno. I on je rekao da je invalid, dakle krüppel, s obzirom da je njegova lijeva noga i lijeva ruka motorički oštećena. Vielleicht habt ihr jetzt Lust, den Film zu Ende zu sehen. Das wäre sehr schön. Bilo bi jako lijepo ako biste vi sada imali volju pogledati film do kraja. Hier das Abschiedslied im Film. Ovdje samo oproštajna pjesma iz filma. Hört euch dieses Lied an und versucht folgende Fragen zu beantworten. Wie heißt das Lied? Wem wird es gesungen? Und wie fühlt sich dieser Person? Das Abschiedslied befindet sich unter dem Link bit.ly/liedfilm. L und F groß geschrieben. Oder scannt diesen QR-Code ein. Und hier die Antworten nach dem Hören dieses Abschiedsliedes. Das Lied heißt Für dich soll's rote Rosen regnen. Das Lied wird Benny gesungen, also die Mädchen singen dieses Lied Benny. Und Benny ist dabei glücklich. Benny je dakle sretan prilikom slušanja ove pjesme koju mu pjevaju djevojke i prijatelji. Nach allen diesen Informationen zum Film Crazy könnt ihr jetzt eure Aufgabe machen. Und das ist, Präsentation über diesen Film zu gestalten. Dafür hier die Checkliste zur Bewertung. Was den Inhalt betrifft, sollt ihr möglichst viele Informationen zum Film anführen. Das bedeutet über die Hauptfigur, über das Internat, in dem Benny lebte, die Information, dass es sich um eine Verfilmung handelt, eure Interpretation natürlich ist wichtig, sowie die eigene Meinung zu äußern. Was die Präsentation selbst als die Form betrifft, soll sie Einleitung, Hauptteil und Schlussteil haben. In der Einleitung sollt ihr das Interesse der Zuhörenden wecken. Im Hauptteil sollt ihr über den Film informieren. Nachdem alle wichtigen Informationen dargelegt wurden, rundet der Schluss die Präsentation ab. Da die letzten Worte meist am besten im Gedächtnis bleiben, sollte hier auf die Formulierung besonders viel Wert gelegt werden. Natürlich sollte der rote Faden beibehalten werden und eine bildhafte Sprache sollt ihr gebrauchen. Viel Erfolg bei der Gestaltung der Präsentation! Nach allen diesen Informationen zum Film Crazy könnt ihr jetzt die Präsentation über den Film gestalten. Dafür hier die Checkliste zur Bewertung. Und was den Inhalt betrifft, sollt ihr die Informationen zum Film anführen. Etwas über die Hauptfigur, über das Internat, in dem er lebte, die Information, dass das eine Verfilmung ist, dann eure Interpretation des Filmes und natürlich die eigene Meinung sollt ihr äußern. Was die Präsentation selbst als die Form betrifft, soll sie die Einleitung haben. In der Einleitung sollt ihr das Interesse der Zuhörenden wecken. Im Hauptteil sollt ihr über den Film informieren und im Schlussteil alles abrunden. Natürlich, der rote Faden sollte von Anfang an bis zum Ende der Präsentation bestehen und eine bildhafte Sprache sollt ihr gebrauchen. Viel Glück bei der Gestaltung der Präsentation. Hier ein Lösungsbeispiel für die Titelseite.
Und hier Lösungsbeispiel für die Einleitung. Der Film Crazy ist ein Film über das Leben in einem Internat aus der Sicht eines Jungen. Der Film ist die Verfilmung des Romans Crazy von Benjamin Lebert, der selbst leicht behindert war, genau wie die Hauptfigur seines Buches, der 16-jährige Benjamin. Deswegen ist es ein autobiografischer Roman. Den Rest der Präsentation sollt ihr selbst gestalten und hier ein paar Formulierungen für die eigene Meinung. Meiner Meinung nach ist der Film zum Beispiel interessant oder langweilig oder sehenswert oder gut gemacht und so weiter. Ihr könnt auch sagen, ich finde den Film interessant oder ich finde, dass der Film interessant ist. Oder ich meine, ich denke, ich glaube, dass Benjamin mich hat besonders das Leben auf Internat zum Beispiel beeindruckt. Etwas jetzt von großer Bedeutung oder erscheint mir wichtig oder unwichtig. Wir sind am Ende dieser Videolektion. Vielleicht könnt ihr jetzt diese Frage beantworten. Was ist besser, ein Buch oder ein Film? Oder in diesem Fall, was gefällt euch mehr? Das Buch Crazy oder der Film Crazy? Dafür könnt ihr jetzt euch den Film zu Ende ansehen und vielleicht das Buch Crazy anschaffen. Kako biste na kraju ove video lekcije mogli uopće odgovoriti na pitanje je li vam draža knjiga ili film, pokušajte ovaj film pogledati do kraja ili nabaviti knjigu Crazy. Viel Spaß dabei! Am Ende dieser Videolektion schreibt ihr noch ganz kurz über euren Lieblingsfilm. Das könnt ihr an einer Lino-Pinnwand machen. Ihr schreibt auf einen Zettel und postet ihn an dieser Pinnwand. Auch eure Präsentationen könnt ihr hier anhängen. Die Lino-Pinnwand befindet sich unter dem Link bit.ly/mediumfilm, wobei alles groß geschrieben wird. Oder ihr scannt einfach diesen QR-Code ein. Bitte beantwortet diese drei Fragen. Wie heißt dein Lieblingsfilm? Warum gefällt dir dieser Film? Und beschreibe ihn kurz. Ich freue mich schon jetzt auf eure Beiträge. Und so sieht die Lino-Pinnwand aus. Auf dem gelben Zettel sind die Fragen. Und auf dem blauen Zettel ist eine Antwort. Ovako izgleda lina ploča. Na žutoj cjedulji su pitanja koja smo malo prije pročitali, a na plavom papiriću je već jedan odgovor. Mein Lieblingsfilm ist Titanic, weil sehr spannend ist und weil über eine Katastrophe ist. Da ist auch die Liebesgeschichte. Die Schauspieler sind Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Netko je napisao da je njegov omiljeni film Titanic jer je napet, jer se radi o jednoj katastrofi. Prisutna je ljubavna priča. Glumci su Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. Ihr könnt eure Antworten schreiben auf diese Zettel rechts oben. Vaše odgovore napisat ćete na jedan od ovih papirića u desnom gornjem kutu. Viel Spaß dabei! Želim vam dobru zabavu i veselim se vašim odgovorima. Und für diejenigen, die sich vielleicht für das Leben auf einem Internat interessieren, zwei weitere Fragen. Wie stellst du dir das Leben auf einem Internat vor? Kako se zamišljaš život u nekom internatu? Könntest du dir vorstellen, auf ein Internat zu gehen? Bili si mogao zamisliti da ideš, da odeš u neki internat? Dafür könnt ihr euch ein Video ansehen. Das Video heißt Leben wie Harry Potter. Deutsche Schüler im englischen Internat. Dakle, ovo je video o životu u jednom internatu, o učenicima iz Njemačke koji žive u jednom engleskom internatu. Das Video befindet sich unter dem Link bit.ly/internat1 i großgeschrieben. Scannt dafür diesen QR-Code ein. Am Ende dieser Lektion bedanke ich mich sehr bei Frau Sandra Marcota-Sever für ihren Anstoß zur Interpretation des Buches und Filmes Crazy. Am Ende dieser Videolektion bleibt nur noch die Selbstkontrolle übrig. Wie gut beherrscht ihr jetzt die Lernziele?
Nach jeder Aussage kreuz bitte das jeweilige Emoji an. Ich kann Charakteristika eines Filmes nennen. Ich kann den Auszug aus dem Film Crazy interpretieren. Und ich kann die Fragen zum Film beantworten. Ich kann Präsentationen über den Film Crazy gestalten und Informationen zum Film vermitteln. Ich kann einen Text über meinen eigenen Lieblingsfilm schreiben. Ich hoffe, ihr habt viele lachende Emojis angekreuzt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.